Haha, nach 2 Stunden endlich Zwergenruinen. Ach, du willst Stress? Na, komm her, friss Feuerbälle, Bitch. Oh, oh, ein Skelett. Ja, komm her, du Pussy. Und da. Und, hey, nein, nein. Komm her, komm, 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 komm. Fuck! Es ist 3 Uhr morgens und ich sollte ein Video machen. Ja. Heute soll es um Magie gehen. Und bevor ich mit dem ganzen Thema anfangen kann, muss ich kurz den Unterschied zwischen Lore und Fluff erklären. Lore bezeichnet die eigentliche Hintergrundgeschichte des Settings, während Fluff die Implementierung von Spielinhalten bezeichnet. Ein schönes Beispiel dafür wären die Ogre aus Warcraft. Zwar sind Ogre in Warcraft ein Teil der Orks, sie wurden aber nicht als spielbare Charaktere in World of Warcraft übernommen, einfach weil das Balancing ein Albtraum wäre. Dafür habe ich Verständnis. Ich habe allerdings kein Verständnis dafür, dass die Hintergrundgeschichte uns sagt, Magie ist total toll, geil und divers. Und in Skyrim bekommen wir im Grunde 3 grundlegende Zauber pro Skill. Nehmen wir als Beispiel mal Zerstörung. Wir haben Feuer, Eis und Blitze. Das jedes Mal ein bisschen mächtiger und das war es im Grunde auch schon. Während wir zum Beispiel in Morrowind eine unheimlich große Auswahl an Schaden hatten. Wir hatten Feuer, Eis, Blitz, Krankheiten, Gifte, Gummibärchen, egal was du wolltest, es gab irgendeinen Schadenszauber dafür. Und es gab verschiedene Stärken für diese Zauber und es gab verschiedene Arten, wie der Schaden zugefügt wird. Willst du alles auf einmal haben, willst du es lange verteilt haben, auf einen längeren Zeitraum, alles ist möglich. Dasselbe mit Veränderung. Veränderung ist im Grunde nur eine Art für dich zu sagen, ich bin Magier, ich trage Roben, weil Gründe und darum brauche ich trotzdem eine Rüstung. Eichenhaut, fertig ist. Während man früher mit Veränderung unter Wasser atmen konnte, auf dem Wasser gehen konnte, fliegen konnte und Türen öffnen konnte. Ja, Türen öffnen mag im Vergleich nicht ganz so cool klingen, aber es zeigt etwas. Es zeigt, dass nachgedacht wurde, welche Zauber gebraucht werden. Sicher, ich kann die Untoten beschwören, mir Dämonen untertan machen und die elementaren Mächte knechten, aber das setzt voraus, dass ich einfache Sachen tun kann, wie zum Beispiel eine Tür zu öffnen. Während Skyrim sagt, ja, kein Ding, beschwöre Dämonen, beschwöre Elementare, alles kein Problem, aber für die Tür da vorne brauchst du einen Dietrich. Weil Gründe. Also wäre es mein Wunsch an Bethesda doch bitte, bitte drüber nachzudenken, ob man nicht ein paar Alltagszauber mit reinnimmt. Einfach weil das zum einen vom Fluff her schöner ist und zum anderen weil die Zauber nützlich sind. Und außerdem sieht es einfach lächerlich aus, wenn der Erzmagier der Magiergilde, der Dämonen und Elementare befehligen kann, auf seinen Knien rumkriechen muss, um eine Kiste zu öffnen. Eine weitere Sache, die cool war und auch wieder cool wäre, ist Spellcrafting. Das lief im Grunde so ab, dass du zum Experten gegangen bist, dann gesagt hast, hey, ich weiß, wie man Feuerbälle wirft und wie man Blitze schleudert, kann ich nicht beides zusammen machen. Und du konntest dann festlegen, welche Zauber willst du mit drin haben, auf welchem Areal soll es wirken, welche Entfernung soll es haben, welcher Schaden soll zugefügt werden. Und das nicht nur für Zerstörung, sondern für alles Mögliche. Was im Kampf den großen Vorteil hat, dass du nicht sagen musst, ich beschwöre meinen Ahnengeist und mein Skelett und meinen Zombie, oh, ich bin tot, sondern dass du sagen kannst, Zombie-Party. Bam, Skelett, Ahngeist und Zombie tauchen sofort auf. Außerdem konnte man Zauber, die man schon kannte, aufpowern. Sagen wir zum Beispiel, du weißt, wie man kleine Schlösser öffnet, willst aber große Schlösser öffnen. Du nimmst den Zauber, skalierst die Sachen drauf, bums, fertig. Alles eine coole Sache. Da es mit Skyrim aber mehr in Richtung Do-It-Yourself geht, würde ich vorschlagen, dass man Spellcrafting wieder einführt, allerdings nicht über Lehrmeister, sondern dass man das Ganze selber machen kann. Sicher, man braucht dafür eine Art Verzauberungstisch und spezielle Zutaten. Also sagen wir zum Beispiel, du musst 3 Edelsteine haben, um einen neuen Zauber zu wirken oder was in der Richtung. Aber man könnte es wieder implementieren. Und zusammen mit der größeren Zauberauswahl würde es auch wieder etwas mehr Sinn machen, einen Magier zu spielen. Und es würde auch wieder mehr Sinn machen, einen Magier zu spielen, weil ich nicht Skillpunkte in Krieger und Dieb investieren muss, einfach um Schlösser zu öffnen und nicht beim ersten Schlag tot zu gehen. Eine weitere Sache, die in Morrowind toll war, waren Verzauberungen. Zwar kann man Sachen verzaubern in Skyrim, allerdings muss man die Sachen erst als Verzauberung kennen. Das heißt, ich kann 12 verschiedene Arten kennen, einen Feuerball zu werfen, aber ich kann nichts mit Feuer verzaubern, bevor ich nicht ein Feuermesser habe, was nicht wirklich Sinn macht. In Morrowind ist es so, dass man die Zauber, die man selber kennt, zur Verzauberung nutzen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Stiefel haben möchte, die mich auf dem Wasser laufen lassen, kann ich einfach sagen, diese Stiefel, ich kann Wasser laufen, ab dafür. Tackern wir eine Seele drauf, ich habe Wasserlaufstiefel. Ich bin Jesus.
Was das Ganze außerdem interessanter gemacht hat, war, dass man aktive Verzauberung hatte. In Skyrim ist es so, jede Verzauberung ist passiv. Du hast einen passiven Bonus darauf, jemanden zu treffen, hast einen passiven Bonus darauf, bessere Rüstung herzustellen, hast passiv die Möglichkeit, bei jedem Schlag zusätzlich Feuerschaden zuzufügen, während du in Morrowind auch aktive Verzauberung hattest. Das heißt, ich kann diesen Ring verzaubern, um damit einen Ahnengeist zu beschwören. Und ich würde außerdem vorschlagen, dass Spellcrafting, wenn es eingeführt wird, ein eigener Skill wäre. Das heißt, wenn ich dann einen Zauber habe, den ich nicht kenne, in Form einer Verzauberung, heißt zum Beispiel, ich finde einen Ring des Dedra-Beschwörens irgendwo ganz tief in einer Ruine, könnte ich diesen Ring auseinandernehmen, um zu lernen, wie man selber Dedra beschwört. Das hätte den Vorteil, dass ich mehr Questen gehen muss, weil zwar die ganzen normalen Zauber irgendwo in den Magiergilden gelernt werden können, aber die großen, coolen Zauber sind irgendwo in Ruinen, entweder in Form von Büchern oder in Form von Verzauberung. Ich meine, sicher, man hat mir beigebracht, wie man einen untoten Krieger beschwört, aber ich will einen untoten Riesen beschwören. Und mein Mitstudent in der Magiergilde hat mir erzählt, dass in diesem Hügelgrab von Björon dem Grausamen ein Zauber versteckt ist, mit dem ich Riesen beschwören kann. Ob ich jetzt wirklich einen Riesenerweckungszauber finde oder ob mein Mitstudent mich einfach nur umbringen will, weil er mich hasst, das ist dem Spielentwickler überlassen. Aber wir haben zumindest einen Hook, der sagt, hey, du möchtest einen richtig coolen Zauber haben? Geh da vorne hin. Und auch wenn ich kein Zauberer bin, habe ich trotzdem die Möglichkeit zu sagen, hey, cool, ein Ring, mit dem ich Riesen erwecken kann. Ich habe keine Ahnung von dem Scheiß, aber es funktioniert ja auch so. Das heißt, ich kann ein Dieb sein, der eine Instant-Ablenkung braucht. Ich beschwöre einfach den Riesen, wenn ich zufällig gefunden wurde und gucke, was passiert. Und wenn ich mir als Krieger ein bisschen zu viel vorgenommen habe, kann ich den Riesen ohne große Probleme und ohne, dass mein eigenes Talent dafür gebraucht werden würde, beschwören. Und habe einen untoten Riesen, der für mich meine Gegner tötet. So, das wären meine paar total realistischen und auf jeden Fall umsetzbaren Ideen zu Magie. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss lernen, wie man größere Feuerbälle wirft, um dieses Arschloch von der Zwergenruine zu töten. Bis denn.